irgendwie sitzen wir hier vor so. Wir haben Winter, ne? Deswegen hast du eine Jacke an, ne? Naja. Hallo, mein Neffe sitzt wieder hier. Guten Tag. Guten Tag. Mal wieder. Auf jeden Fall gibt es heute von uns einen Telefonstreich-Challenge. Den Teil 1 verlinke ich euch in die Infobox. Das ist der Teil 2. Und jeder von uns hat sich 5 Wörter ausgesucht. Bevor ich jetzt hier so viel rede, ich würde mal sagen, wir fangen am besten mit dem Video an und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und würden uns über einen Daumen nach oben drehen. Nach oben drehen. Nach oben drehen. Nach oben drehen, wie komme ich auf drehen? Also, das lies mal deine Wörter vor. Schutzgeld. Mhm. Lauter reden, du musst lauter reden. 1 Kilo Tomaten. Okay. Baseballschläger und... Walla, du bist kriminell. Baseballschläger. Der kann seine eigene Schrift nicht lesen. Mehl. Und neuer Besitzer. Neuer Besitzer. Jetzt lese ich meine vor. Typisch braun. Beziehungsprobleme. Furzen. Überfahren, Eier und Psycho. Soll ich anfangen oder willst du anfangen? Ich fange an. Soll ich anfangen? Nee, warte. Mhm. Hä? Wie macht man denn Nummer aus, oder? Ich rufe irgendeinen Arzt an. Wir haben doch bestimmt zu. Nein, ja, bis 18 Uhr geöffnet steht hier. So. Ich werde sofort auflegen, sage ich. Täglich ja. Von 10 bis 11 Uhr. Tschö. So, warte mal. Muss mal gucken. Jetzt geschlossen. Ja, schönen guten Tag. Sigrid hier. Hallo. Und zwar wollte ich Ihnen etwas mitteilen. Hallo? Ja. Ja. Sie werden auf jeden Fall Schutzgeld von mir. Hallo? Jetzt höre ich mich schon wieder weniger. Hören Sie mich jetzt? Ja, jetzt geht's gerade. Okay. Ich bin neue Besitzerin von einem Supermarkt und zwar werden Sie auf jeden Fall Schutzgeld von mir bekommen. Nee. Sorry. Ich muss sagen, ich bekomme Zahlen. Schutzgeld. Sie müssen jetzt Schutzgeld bekommen. Kein Problem. Hallo. Hallo, hier ist die Sigrid und zwar wollte ich Ihnen mitteilen, dass ich die neue Besitzerin von einem Supermarkt bin und ich möchte bitte Schutzgeld von Ihnen haben, denn ab jetzt werde ich auf jeden Fall für Sie 1 Kilo Tomaten und Mehl klauen, sonst gibt es einen Baseballschläger, ja? Sind Sie krank? Ob ich krank bin? Ja, brauchen Sie einen Arzt, weil wir sind eine Arztpraxis, ne? Ach, Sie sind eine Arztpraxis? Ja. Nein, ich bin nicht krank. Na! Ah! Sind Sie krank, Otti? Wie geil, ey! Du musst auf jeden Fall Frauenarzt anrufen wegen Beziehungsprobleme. Aber ich habe alle Wörter geschafft, ne? Ja. So, ich suche mir jetzt wirklich einen Frauenarzt. Nicht Frauenarzt. Das ist besser. Ich rufe irgendeinen an. Sagst du, wir sind sie krank, wir sind gerade beim Arzt, ey. Ja, der Hund friert hier. Guten Tag, Herr Hassan hier. Hallo? Ja, hallo? Bitte? Ja, kann ich Ihnen kurz was erzählen? Ja. Ja, und zwar, ich hatte ein Beziehungsproblem, weil ich meine Freundin angefurzt habe und jetzt wird sie mich überfahren. Ich schmeiß mir ständig die Eier in den Fenster. Die ist doch. Ja, die. Warten Sie doch! So. Der Roman ist hier auflegen. Wir haben Angst. Die sagt, du musst zur Polizei gehen, ey. Wie krass, ey. Warte mal, aber du hast Psycho nicht gesagt. Du musst alle Wörter bis zum Ende bringen. Egal, wir rufen einen anderen Frauenarzt an. Das hört sich gut an, einen Mann. Frauenarzt an. Richtig. Guten Tag, Manfred mein Name. Hallo? Ja? Und zwar, ich hatte ein Beziehungsproblem. Ja.
Und ich habe meine Freundin angefurzt. Jetzt will sie mich überfahren und mein Bein ist kaputt. Ich muss zum Arzt. Oh, ganz witzig. Sie schmeißt Eier gegen meinen Kopf. Und sie ist ein Zieschuh. Ich habe Kopfschmerzen. Ich muss zum Arzt. Können Sie mir einen Termin? Alter Schwede. Nein, nein. Und jetzt? Ist das jetzt lustig, oder? Ja, sehr unlustig. Was gibt das für Gefühle gerade? Das sind so... Wollen wir meinen Chef weiterleiten? Liebesgefühle, mein Chef. Oh. Wie alt sind Sie eigentlich da? Mein Güte. Ich bin 12 Monate alt. Das hört sich auch fast so an. Glaube ich auch. Ich dich auch, mein Güte. Okay, dann sehen wir uns, ne? Heute Abend 22 Uhr auf dem Chai. Ich kann nicht mehr. Oh Gott, Alter. Jetzt wenigstens ja noch geredet, ne? Na, alter Schwede, sagt sie, ey. Oh Gott, Alter. Das macht richtig Spaß, den Menschen. Ich weiß, das ist eigentlich richtig asozial, aber das macht so Spaß, Menschen zu verarschen. Und vor allem die, die so eine Antwort geben, ne? Alter ja. Schwede. Soll ich mal den Chef, soll ich dich mal an den Chef weiterleiten? Und du sagst nur heute Abend auf einen Chai. Also Leute. Das war's auch schon. Hat es dir gefallen? Mir hat es gefallen. Warum redest du jetzt so wie, ne? Wegen der Telefonat. Auf jeden Fall, Leute, wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr einen Teil 3 haben wollt, dann gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben. Wir wünschen euch einen schönen Tag noch. Tschüss. Jetzt musst du mal noch machen, ey.